In all den Jahren, welche die Fire Emblem-Reihe schon hinter sich hat, kamen immer wieder einmal neue Gameplay-Elemente dazu. Zwei der umstrittensten sind das relativ neue Avatar-System und das Kindersystem, das schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat, aber mit Awakening wieder eine Art Renaissance erlebte. Beide Mechaniken bieten Vor- und Nachteile und schaffen es innerhalb der Community, für völlig gespaltene Meinungen zu sorgen. Ich persönlich mag sowohl die Möglichkeit, meinen eigenen Charakter bauen zu können, als auch die Option, mich mit einem gut gestalteten Kindersystem auseinanderzusetzen. Wichtig ist jedoch die Umsetzung, insbesondere wenn es um die geschichtliche Einbindung geht. Dort stoßen Entwickler leicht an ihre Grenzen. Führt man ein System ein, ohne es perfekt zu planen und alle geschichtlichen Möglichkeiten zu begutachten, so befindet man sich direkt in der Writing-Hölle. Plant mal solch komplexe Features, müssen diejenigen, die für die Geschichte eines Spiels verantwortlich sind, auf jeden Fall ihre Hausaufgaben gemacht haben. Nehmen wir als Beispiel Avatare. Hier hatte Intelligent Systems drei verschiedene Ansätze. Im ersten Versuch, der mit New Mystery of the Emblem erfolgte, führte man einen Avatar ein, der für die Hauptgeschichte theoretisch keine Relevanz hat. Dafür hat er seine eigene Nebengeschichte, die durchaus ihren Reiz hat. Chris ist ein Ansatz, bei dem man fast nicht versagen kann, da sich ein solcher Avatar quasi in jedes Spiel integrieren lassen würde. Er ist einer von zahlreichen Soldaten in der Armee, der unserem Protagonisten schlichtweg näher steht und gut ist in dem, was er tut. Er bleibt jedoch einfach gestrickt, damit viele Spieler sich gut mit ihm identifizieren können. Ein nettes Feature für den Spieler eben, ohne große Signifikanz. Dann kam mit Awakening der zweite Avatar in Form von Robin. Er spielt eine entscheidende Rolle in der Geschichte und besticht durch seine besondere Rolle, wie er mit dem Antagonisten verknüpft ist. Wir als Spieler lernen, Mitleid mit ihm zu haben, lernen ihn in seinen besten Momenten von seiner taktischen Seite kennen und spüren das Band, welches ihn und viele andere verbindet. Damit ist der Avatar ein Teil der Hauptgeschichte geworden, der jedoch nicht zu aufdringlich bleibt. Klar, auch Robin mag nicht von jedem gemocht werden, aber eine gute Mischung macht, dass man leichter darüber hinwegsehen kann. Wenn man sich mit Robin identifiziert, hat man in der Regel eine recht hohe Meinung über ihn und fiebert stets mit. Dann folgte mit Fates der letzte Ansatz. Der Avatar selbst ist absolut maßgeblich für die Geschichte und kann für den Abschluss nicht ignoriert werden. Das stellt den Avatar auf die Stufe des Hauptprotagonisten, was jedoch auch ein hohes Risiko mit sich bringt. Sollte man als Spieler Corrin nicht mögen, ist es dennoch unmöglich, ihn zu ignorieren, und darunter wird das Erleben der Geschichte zwangsweise leiden. Während Chris ein austauschbarer Avatar bleibt, der fast ausschließlich auf ein Gameplay-Element reduziert ist und Robin eher durch taktische Raffinesse heraussticht, ist ein Corrin endgültig ein Wesen, welches seine Stärken und Schwächen klar zeigt und durch seine Umsetzung eben nicht jeden Menschen zufriedenstellt. Nicht zuletzt ist es nun einmal so, dass ein Avatar den Spieler repräsentieren sollte, und je mehr ein Protagonist in der Story eingebunden wird, desto mehr muss der Schreiber seinen Charakter formen. Forme ich jedoch den Charakter eines Wesens, welches Spieler repräsentieren soll, so schränke ich die Spielerzahl, welche sich mit diesem Charakter identifizieren können, systematisch ein, während diejenigen, die den Charakter mögen, ein immer tieferes Band aufbauen können. Avatare in Videospielen sind meiner Meinung nach das Paradebeispiel für passive, ludonarrative Dissonanz. Wer nachschlagen will, in der Beschreibung für den Begriff, das sei an der Stelle erwähnt. Je mehr ein Avatar sich davon entfernt, ein reines Gameplay-Element zu sein, desto problematischer wird seine Einbindung und letzten Endes wirkt sich das immer auf den Plot aus. Völlig stumme Protagonisten, wie zum Beispiel in Spielen wie Dragon Quest oder Chrono Trigger, bleiben uns wiederum relativ wenig im Gedächtnis, obwohl ihre Rolle in der Geschichte absolut entscheidend ist. Avatare befinden sich in einem schier endlosen Teufelskreis zwischen Gameplay und Story. Ein guter Ansatz wäre wohl, wenn man auch die Persönlichkeit seines Charakters einstellen könnte und damit die Geschichte an bestimmten Punkten beeinflussen kann. Das wiederum macht das Writing noch komplexer. Wie sowas aussieht, sieht man zum Beispiel an Novelspielen, die mit ihren Entscheidungen völlig ausarten. Geht es nach mir, so bevorzuge ich einen Ansatz wie in Fire Emblem 12.
Ich mag es, einen Charakter zu haben, den ich personalisieren kann, aber es ist für mich völlig in Ordnung, nur an den Geschehnissen teilzunehmen und einem gut geschriebenen Protagonisten den Vortritt zu lassen. Dieser Ansatz stellt von einem Gameplay-Aspekt zufrieden und funkt den Schreibern der Geschichte nicht zu sehr ins Handwerk. Da der Konflikt Gameplay versus Story so interessant ist, werde ich alsbald auch auf das Kindersystem zurückkommen. Nun dürft ihr mir jedoch schreiben, ob ihr Avatare mögt und welchen Ansatz ihr bevorzugt. Viel Spaß!